So, willkommen zurück. Wir sind am Luftschiff und was mir noch eingefallen ist, was ich euch noch nicht gesagt habe im letzten Video, der Mauscursor hier, ihr seht den Mauscursor nicht mehr. Warum? Denkt ihr etwa, der Stutzi hat dran gedacht, ihn wegzumachen? Der Stutzi hat einfach mal in den Optionen nachgeguckt und jetzt wird er generell nicht mehr in Videos angezeigt. Ja, darauf hätte der Stutzi auch viel früher kommen können. Aber wie gesagt, er ist ja noch ein Neuling. Und ja, hier rennen auch einige Gestalten rum. Ein Mädchen wird auf dem Luftschiff festgehalten, sagt uns dieser kleine Junge. Was ich vorhin schon gezeigt, das habe ich euch natürlich noch nicht gezeigt, sondern im gelöschten Video. Man kann normale Personen auch in Dörfern töten. Wenn sie jetzt nicht unmittelbar wichtig fürs Spiel sind, so wie zum Beispiel Bogart. Bogart können wir nie töten. Oder Zibber können wir nicht töten. Aber ganz normale Personen können wir töten. Sie können eine ganze Menge ab. Das heißt, wir müssen sie sehr oft treffen. Und wenn sie dann gen Himmel fahren, lassen sie noch einen Nachruf da. Denn jetzt haben wir ihn eingesperrt. Stirb endlich. Stirb, 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 stirb. Ja, ihre Aussage wird dann einfach nochmal wiederholt. Dann sind sie aber tot. Nicht wirklich spektakulär, aber wir gehen mal ins Luftschiff hinein. Denn wir suchen Caro. Mit dem Silberschwert können wir endlich auch diese netten Bläschen hier töten. Und was ich euch noch zeigen wollte, das habe ich vorhin natürlich schon zeigen können. Wenn ihr von diesen Augen, diese komischen Augen, ich nenne sie immer Augen, getroffen werdet von dem Schuss in den Rücken, gibt es einen sogenannten Bann. Und obacht, wir werden verwandelt in ein nützliches kleines Vieh. Ja, ich renne mal schnell zurück. Es ist nicht witzig, weil man da total anfällig ist. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh ist. Ich würde es mal fast Mogri nennen. Wenn man direkt von diesen Augen getroffen wird, gibt es die nächste Variante. Das ist nämlich der sogenannte Fels. Rechts steht es da. Ja, man kann sich nicht mehr bewegen. Man ist wie ein Fels gefangen. Ja gut, das ist war zu erwarten. Ja, irgendwie hole ich mir jeden Scheiß jetzt gerade. Fehlt nur noch übel. Wieder ein kleiner junger Mann. Was sagt denn der nette kleine Mann uns? Zurück zur Arbeit! Naja, okay. Ich gehe nicht zur Arbeit. Ich hau einfach ab hier. Und lass mich hier hoffentlich nicht nochmal treffen. Ah. Wenigstens werde ich noch nicht verwandelt. So. Noch tiefer ins Luftschiff hinein. Wir müssen wir eigentlich lang? Ja, wir müssen hier einen Geheimgang öffnen. Der erste Schalter öffnet das Gitter. Oh, ihr wisst gar nicht früher, wie ich mich an diesen Wölfen gequält habe, weil ich nur mit dem Level noch nicht wirklich weit war. Und dann muss ich die ganz oft treffen. Mittlerweile geht das ja richtig fix. So, wir sind noch eine Treppe tiefer. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Wieder ein kleiner junger Mann. Was sagt er uns? Julius ist immer... Julius ist für dieses Luftschiff verantwortlich. Ja, das wissen wir doch auch, Quelle. Wo geht's denn hier lang? Ist aber auch nicht was los. Verschlossen. Dann schließen wir mal auf. Und sind gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Oh mein Gott, wer ist denn da? Caro. Guck mal, wir winken hier schon. Aber sieht uns nicht. Sie ist total apathisch am Fenster. Bogart kann auch nichts sagen. Bogart kann sogar in die Zelle rein, sehe ich gerade. Finde ich ja sehr witzig. Ja, wir gehen einfach mal hier ans Gitter. Caro! Boilum, es bewegt sich! Diese Tür ist verschlossen! Ach echt. Was ist mit den Fenstern? Ich versuch's! Ich halte dich von außen. Gib 8. Heißt es nicht, gib mir 5? Ja, wir können ihnen erstmal nicht weiterhelfen. Wir sind eigentlich ultra stark. Sollen 8 geben. Ja. Aber wir kriegen dieses Gitter nicht raus. Das heißt, wir sollen von außen dran. Jetzt Luftschiff hat sich in Bewegung gesetzt. Ihr hört's ja. Ja, und wir gehen jetzt mal rum. Oh, Bogart will nicht mitkommen. Ich bleibe und beschütze Caro. Aha.
Ja, in Ordnung. So, eigentlich hört dieses blöde Ticken jetzt auf. Was ich witzig finde, in diesem Raum hier oben seht ihr nicht nur Wölfe und einen netten Tisch, der leider ungedeckt ist, sondern ein Bett. Und wir sollen eigentlich nach oben rennen, das Luftschiff fliegt. Aber wir pennen einfach mal eine ganze Nacht und ja, könnten eigentlich noch mal pennen gehen, aber das würde natürlich uns nicht bringen. Natürlich etwas unrealistisch, aber naja. Was macht man nicht alles, um volle Energie zu bekommen? So, wir müssen nach oben. Dazu gehen wir natürlich nicht komplett wieder zurück, sondern wir müssen hier links lang. Kugel des Schlafs, kannst du knicken, Junge, brauchen wir nicht. Ja, so eine Rollenspiele finde ich echt cool. Hab manche bis jetzt gespielt. Das, wie gesagt, auf dem Gameboy früher selbst. Dann, was sagt dieser junge Mann? Vor vielen Jahren fand Dark Lord ein Baby in einer Höhle bei der Wasserfälle nahe Glaiv. Das war Julius. Aha. Ja, wo war ich gerade? Ich war gerade bei den Rollenspielen. Das finde ich ziemlich cool. Habe das gespielt. Was ich noch gespielt habe, war auf dem Mega Drive. Und zwar Landstalker. Das finde ich ziemlich cool. Gibt es auch schon ein Let's Play von. Leider. Also ich habe überlegt, ob ich das selbst auch vielleicht nochmal mache. Gibt es ja auch als für einen Emulator. Ziemlich cool. Ah, ich werde es mir nochmal überlegen. Es ist auch ziemlich schwer, finde ich. Mit der Steuerung mittlerweile. Obwohl ich mit Joypad spiele. Aber naja, ich schau mal, ob ich Lust habe dazu. Ob ihr das überhaupt wollt. Ja, ansonsten gibt es ja noch die... Das ist ja typisch eigentlich ähnlich der Zelda-Reihe. Zelda zum Beispiel habe ich nie gespielt, muss ich zugeben. Obwohl ich es auch ziemlich gut finde. CK macht ja gerade ein Let's Play darüber. Finde ich echt cool. Gucke ich mir sehr gerne an. Schon alle Folgen gesehen, die er bis jetzt so veröffentlicht hat. Das sind zwar in Anführungsstrichen 6, aber ich gucke sie gerne. So, wir sind jetzt schon oben auf der Brücke und hier ist die Reling. Und wir sollen ja zum Fenster. Das Fenster ist natürlich nicht oben, sondern an der Seite. Holen uns nochmal ein Level ab. Ganz wichtig. Und Level 29 speichern und wir fühlen uns ja eigentlich bei Level 29 schon ziemlich stark, dass wir es mit Julius aufnehmen können. Findet ihr nicht? Und da ist das Fenster. Komm, Keule, raus hier, Caro. Verwahre das Amulett, Joe. Gib mir das Amulett. Ja, das Julius. Und anstatt, dass wir uns mit ihm duellieren, nein, brennt er einfach die Brücke ab. Und... Halt dich! Kann ich. Ja, wir können uns nicht halten. Und anstatt, dass wir uns jetzt mal richtig raufen können mit Julius, fallen wir wieder Kilometer tief in ein Haus und... Oh, irgendjemand ist von der Höhe gefallen. Joe? Du kennst ihn? Joe! Ja, wer kennt uns denn da? Es ist Amanda, falls ihr euch an die erste Folge erinnern könnt. Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Ich habe Glaiv verlassen, nachdem du fort warst. Sie konnte Glaiv verlassen, einfach so. Wir mussten fliehen. Oh, nicht schlecht. Oh, Joe, es tut mir so leid. Aber ich muss. Was muss sie? Uns vergewaltigen? Wo bin ich? Das Amulett, wo ist es? Nein, sie hat uns bestohlen. Ich dachte, ich hätte Amandas Stimme gehört. Ja, das dachten wir nicht nur. Wir haben es wirklich, wir haben sie, ihre Stimme gehört. Ja, sind hier in einem Dorf, wie ihr es gerade gesehen habt, gelandet. Gestrandet, gelandet. Wahrscheinlich direkt ins Bett gefallen. Ja. Und wo wir hier sind, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao.